Hallo, hier ist der Tom Freudenthal von Centered Learning und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video darüber, wie man in einem Bruchteil der normalen Zeit das Wesentliche eines Fachbuches erfasst. Ich habe das Gefühl, dass wenn man viel lesen muss, dass es oft nur die richtige Methode braucht, um effektiv und schnell den Inhalt von Texten aufzunehmen. Und dass vor größerem Erfolg im Beruf oder im Studium oft nur die Fähigkeit steht, schnell neues Wissen zu verarbeiten. Ich habe Beweise für diesen Zusammenhang zwischen Lesefähigkeit und Erfolg immer und immer wieder gesehen. Und einer der Gründe, warum ich diese Videos mache, ist, um Ihnen zu zeigen, dass es Abkürzungen gibt zu schnellerem Erfassen von Büchern und Texten. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was mich eigentlich qualifiziert, über diese Themen zu sprechen, und was mich möglicherweise am meisten qualifiziert, sind die Menschen und Firmen, die mich dafür bezahlen, Ihnen effektive Lesestrategien beizubringen. Eine kleine Auswahl. Eins der größten Unternehmen in der Bundesrepublik zum Beispiel ist die RWE, internationaler Stromversorger mit Sitz in NRW, regelmäßiger Kunde von uns. Oder Hugo Boss, weltweit führend in Herrenmode. HKM Hüttenkraftwerke Krupp-Mannesmann in Dortmund. Für die Deutsche Bundespost machen wir Veranstaltungen zum Thema. Der Platz reicht hier nicht, um die alle aufzuzählen, aber hier zumindest mal ein paar Beispiele. Wenn diese Kunden mich also buchen, um ihren Mitarbeitern effektive Lesestrategien beizubringen, und die meisten mehr als nur einmal, dann scheinen unsere Speedreading-Techniken offenbar wirklich zu funktionieren. Allerdings geht es hier nicht nur um große Firmen, die große Budgets haben, sondern vor allem um Hunderte, mittlerweile Tausende von ganz normalen Menschen wie Sie und ich, die mit unseren Techniken und Methoden gelernt haben, sich gezielt und extrem schnell neues Wissen anzueignen. Hier das Beispiel einer E-Mail, die ist vor ein paar Tagen reingekommen. Hallo Herr Freudenthal, ich bin nach wie vor von Ihren Techniken überzeugt. Mittlerweile ist die Lesegeschwindigkeit auf 638 Worte pro Minute gestiegen. Jetzt macht es auch wieder Spaß, mal eine Zeitung zu lesen. Und weiter sagt er dann, er hätte den Newsletter der FAZ abonniert und früher hätte das keinen Spaß gemacht, aber jetzt schon. Diese E-Mail kam von Diplom-Ingenieur Elmar Ebert aus Dipperts bei Fulda. Und das eigentliche Geheimnis dahinter ist dies. Wir haben ein System, was wir benutzen, und ich werde Ihnen gleich einen Teil davon zeigen. Es gibt 7 Schritte bei Centered Learning, die dazu führen, dass Sie Informationen bis zu 5-mal schneller aufnehmen als bisher. Das Schwierigste dabei ist, unproduktive Lesegewohnheiten zu überwinden, und ich werde Ihnen gleich den wichtigsten Trick von allen zeigen, um damit sehr einfach zu starten. Aber vorher zeige ich Ihnen die 7 Elemente, die den Lernprozess extrem beschleunigen. Ich kann jetzt durch die nicht alle durchgehen, aus Zeitmangel. Aber wenn Sie wollen, pausieren Sie einfach das Video, schreiben Sie die 7 Punkte eben auf, wenn Sie möchten. Und ich verspreche Ihnen, das Video wartet auf Sie und ist noch da, wenn Sie wiederkommen. Und vergleichen Sie diesen Prozess, den ich hier vorstelle, einfach mit Ihrer bisherigen Methode, neues Wissen aufzunehmen, und schauen, ob Sie da nicht möglicherweise noch was optimieren können. Aber jetzt konzentriere ich mich auf den 2. Punkt, nämlich den wichtigsten von allen, den Überblick. Klingt banal und kann sich anfangs auch wie Zeitverschwendung anfühlen, aber Sie werden feststellen, dass Sie sehr viel schneller Informationen aufnehmen können, wenn Sie sich vorher einen Überblick verschaffen. Warum ist das so? Weil das Gehirn in Netzwerken, in Strukturen denkt. Und wenn einmal ein grobes Netz an Kerninformationen verankert ist, dann speichern sich folgende Details einfach besser ab. Leider ist effektives Lesen nicht immer einfach. Man hat es eilig, möchte schnell zum Ziel kommen und springt meistens deshalb ohne Vorbereitung irgendwie in den Text. Das zu verändern ist nicht leicht, vor allem wenn man keinen wirklichen Plan hat. Aber den gebe ich Ihnen jetzt, und dadurch werden Sie ca. 50% der wesentlichen Ideen jedes Fachbuches erfassen, und zwar in wenigen Minuten. Genug zumindest, um zu wissen, worum es geht und mitreden zu können. Und das ohne irgendeine neue Technik zu lernen, allein dadurch, dass Sie diesem Ablauf folgen. Erster Schritt: Lesen Sie den Text auf der Rückseite des Buches oder, wenn es ein Hardcover ist, die Klappentexte. Das machen die meisten Menschen sowieso. Aber was auch wichtig ist, zu lesen, was Sie über den Autor finden können. Das wäre der 3. Schritt. Und dann kommt der 4. Schritt. Checken Sie den Verlag, das Erscheinungsdatum und das Erscheinungsjahr der Originalausgabe. Der Verlag gibt Ihnen so eine ungefähre Idee davon, aus welcher Ecke das Buch kommt. Das ist eine wichtige Information. Das Erscheinungsdatum auch. Dabei muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ich hatte mal einen Studenten in einem meiner Workshops, der kam mit einem Buch an, das hieß so ähnlich wie Warum Japan allen anderen Wirtschaftssystemen der Welt überlegen ist oder irgend sowas. Und das war bis noch nicht so lange her, vielleicht 3, 4 Jahre. Und
Den habe ich dann gefragt, sagen Sie mal, von wann ist das denn? Ja, sagt er, 2001. Ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen, schauen Sie nochmal nach. Daraufhin kam er wieder und sagte, das ist von 85. Ich sage, auch das kann ich mir nicht denken. War das vielleicht die deutsche Ausgabe? Wann ist denn das Original in Japan entschieden? Und dann kam er wieder und sagte, ja, 1973. Also das ist natürlich eine wichtige Information, die auch die weitere Verarbeitung der Informationen in dem Buch dann beeinflusst. Jetzt kommt der fünfte Schritt und der ist extrem wichtig. Gehen Sie durchs Inhaltsverzeichnis. Machen Sie sich vertraut mit den Überschriften und mit den Themen, die dort angesprochen werden. Und das führt dann zum sechsten Schritt und das ist der allerwichtigste und der ist auch sehr ungewohnt am Anfang. Der geht so. Lesen Sie die erste und die letzte Seite jedes Kapitels. Das kostet ein bisschen Überwindung, aber nur die erste und nur die letzte Seite jedes Kapitels. Warum? Ganz einfach. Weil statistisch gesehen die erste Seite eines Kapitels meist eine Einführung des Kapitels ist. Also einem so eine Idee vom Inhalt vermittelt. Und die letzte Seite ist meist eine Art Zusammenfassung, also die bietet Schlussfolgerungen oder einfach eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Kapitels. Natürlich ist es nicht immer so, aber so oft, dass Sie im Schnitt mit dieser Methode extrem schnell einen Einblick in die wesentlichen Themen und Thesen des Buches gewinnen und damit ungefähr die Hälfte der wichtigsten Ideen des Autors kennenlernen. Außerdem kriegen Sie ein Gefühl dafür, was Sie später in diesem Buch vielleicht noch lesen möchten und was Sie getrost weglassen können. Und das ist für den nächsten Schritt wichtig, mit dem Sie dann noch mehr Zeit sparen, aber dazu mehr in einem meiner nächsten Videos. So vorzugehen erfordert etwas Überwindung und das ist am Anfang nicht ganz einfach, weil wir ja alle so programmiert sind, dass wir immer alles ganz gründlich lesen möchten und vorne anfangen. Aber wenn Sie sich schnell vertraut machen müssen mit einem fremden Fachbuch, dann gibt es keinen besseren Weg, um das mit minimalem Zeitaufwand hinzubekommen. Wenn Sie jetzt extrem langsam lesen noch im Moment, dann kann es etwas länger dauern, aber um das Problem zu lösen, gibt es dann ja später den Speedreading Trainer. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie können sich ein beliebiges Fachbuch vornehmen und in 10 Minuten oder vielleicht 15 Minuten später, je nach Seitenumfang, haben Sie das Wesentliche erfasst und können unter Freunden und Kollegen mitreden. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass das geht. Ich mache das auch relativ oft und es funktioniert wirklich. So, vielleicht fragen Sie sich langsam, warum ich Ihnen das alles für umsonst zeige. Die Antwort ist einfach. Ich möchte Sie aufmerksam machen auf das, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe, nämlich eine revolutionäre neue Software, den sogenannten Speed Reading Trainer. Denn wenn Sie schon mit den eben beschriebenen Techniken sehr viel Zeit sparen, dann können Sie diesen Effekt noch einmal extrem steigern, indem Sie Ihr eigentliches Lesetempo erhöhen. Und das ist nicht sonderlich schwierig, eine Verdopplung ist für unsere Kunden normal. Der Rekord liegt bei einer Steigerung von 240 auf 2800 Worte pro Minute. Das schafft natürlich nicht jeder, aber eine Verdopplung eigentlich schon und dafür brauchen Sie nicht mehr als 10 Minuten Training am Tag. Aber es kommt noch besser. Zusätzlich hat nämlich die Deluxe-Version des Speedreading Trainers ein sehr nützliches Feature, das es so meines Wissens nach noch nie gab, nämlich den sogenannten Speed Reader. Und damit lesen Sie alle digitalen Texte sofort und ohne Training ca. 30% schneller. Der Speedreading Trainer ist also nicht nur ein Trainingstool zum Steigern Ihrer Lesegeschwindigkeit, sondern auch eine Lesehilfe zum täglichen Dauergebrauch, mit der Sie alles, was Sie im Computer haben, mit Ihrer neuen maximalen Geschwindigkeit lesen können, um endlich Ihren Lesestoff in einer vernünftigen Zeitspanne zu schaffen. Plus, wir haben eine Möglichkeit gefunden, Ihnen den neuen Speedreading Trainer erheblich günstiger anzubieten als die frühere Version und damit wird diese Software auch für den kleineren Geldbeutel erschwinglich. Aber bis Sie den haben, zeige ich Ihnen einfach weiter Lesestrategien, die Sie auch ohne Speedreading Trainer anwenden können und die Sie in jedem Fall ab sofort benutzen sollten, mit oder ohne Speedreading Trainer. Okay, wenn Sie also weitere kostenlose Tipps per Video erhalten möchten darüber, wie man schneller und einfacher und vor allem stressfreier mit der täglichen Informationsflut umgehen kann, dann gehen Sie jetzt bitte auf diese Seite www.speedreadingtipps.de, www.speedreadingtipps.de und tragen sich eben in die Liste ein, damit ich Ihnen das nächste Video schicken kann. Das heißt übrigens, Fachbuch in 10 Minuten lesen und dann auch behalten oder anders ausgedrückt, wie kann ich mir besser merken, was ich gelesen habe? Lohnt sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, Ihr Tom Freudenthal.